ich übernehme wieder das Auto. Nein! Oh, super Idee. Geil, ich hasse dieses Spiel, Alter. Was hast du gemacht? Hast du das Auto mitten in der Kurve übernommen, oder was? Mann! What have you done? Das Lenkrad wieder nicht angenommen, der Idiot. Auto wieder im Arsch. Hülkenberg ist erster gerade. Geil, ich liebe dieses Spiel. Weißt du das eigentlich? Ja, manchmal ist das sehr nice. Ich habe mit diesem Spiel nur echt... Was soll denn das jetzt? Verdammte Hacke. Fährst die schnellste Rennrunde, die schnellste Quali-Runde. Startest von Platz 1, verkackst den Start. Dann fährst du da zwei Leuten hinten drauf. Die fahren beide in die Box. Ey. Nee, Hamilton und... Wer ist denn Erster? Lass du mich trotzdem mal kurz durch. Hülkenberg ist echt erst 39 Sekunden. Wo soll der denn die her haben? Änderung bestätigt. Es buggt schon wieder. Hülkenberg gewinnt wieder das Rennen, obwohl er nicht mal annähernd vorne dabei war. Fahrer vor mir. Alles klar. Die letzte Rundenzeit lag bei 2 Minuten 4,5 bei Hülkenberg. Natürlich. Aber er soll vor mir sein. Das Gefühl, während der Singleplayer inzwischen richtig gut funktioniert, ist der Multiplayer immer noch so ein bisschen hinten dran und verbuggt. Aktuelle behalten. Ja, das ist echt irgendwie so. So was Verdammtes, ey, das gibt's doch gar nicht. Wobei im Singleplayer gibt es auch noch ein paar Bugs. Also kurze mit dem Safety Car einmal, dass alle da rein. Den Cut hier bei mir erlebt haben, mein Spiel hat sich wieder aufgehangen. Es hat sich beendet. Also einfach straight beendet. Als ich es neu gestartet habe, hat er das Lenkrad nicht angenommen. Ich konnte zwar nicht mal die Knöpfe drücken, aber das war's auch. Ich konnte weder lenken noch bremsen noch sonst was. Und jetzt stehe ich hier wieder ohne Punkte und verliere dann wohl auch meine WM-Führung. Na, die ist noch nicht weg. Gleich vielleicht, aber noch nicht. Das nur wegen eines Fehlers im Spiel jetzt hier. Weil ich den Scheiß einfach beendet hat. So, welchen Reifen fährst du jetzt? Weiß. Hast du keine gelben mehr? Ich habe zweimal gelb gehabt. Na okay, das ist dann schwierig, glaube ich. Ich habe eine Alternativstrategie genommen. Und gut, für Rot ist noch ein bisschen zu früh. Wird nix. Leider ja. Mir haben sie es auch schon angeboten, Gott. Dabei war Weiß nie in meiner Planung gewesen. Fahrer vor mir. Fahrer über mir. Fahrer in der Kirche. Lächerlich, dass Hülkenberg einfach wieder Erster ist. Durch den Bug gerade. 1,0 Sekunden, ich habe kein DRS. Richtig gut. Du musst ja innerhalb der Sekunde sein. Wer fährt denn da vor mir? Vor mir, Magnussen. Ne, vor mir. Ich sein. Dose oder was? Oder du? Bist du Letzter? Ich bin jetzt 20. wegen dieser Kacke. Oh, dann bist du das. Ne? Wie viel ist Dose? Ich bin 14. Oha. Aber ich muss nochmal in die Box, also das steht fest. Na, ich leider auch. Ich zögere es gerade möglichst hinaus, damit ich mit Rot durchfahren kann, weißt du? Ja, bei mir ist das in der Strategie drin gewesen, bei mir muss ich das gar nicht rauszögern. Bei mir leider nicht. Ich bin mit Weiß, musste ich vorher schon boxen. Viel zu früh. Ich bin in der ersten Runde nach dem Unfall auf Soft gefahren, dann jetzt auf Medium. Na.
Arianto will sich zurück überrunden. Die ganze Zeit schon. Boxenstopp. Geht leider nicht anders. Fuck, kann ich 8 Runden durchfahren? Weiß nicht, ob ich das riskieren würde. Ich fahre noch eine. Der hat kein DRS, ich habe DRS und der zieht auch noch weg. Läuft bei ihm. Mann, Alter, was eine Geburt, dieses Spiel. Aber wie ich schon gesagt habe, bis vor Nacken funktioniert es perfekt, bis danach fängt die Grütze an. Ah, so ist es halt irgendwie. Da hatten die Entwickler wahrscheinlich keine Lust mehr zu testen, oder? Vielleicht denken die ganz einfach, dass viele Leute eh nur bis Monaco spielen und dann selber den Luft verlieren. Da hat eh keiner Bock. Nach Monaco hat eh keiner mehr Bock mehr, meinst du? Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Änderung bestätigen. Mit den Unterschied zwischen Vorder- und Hinterreifen bei mir richtig heftig vorne. Das ist 69, hinten 35. Habe ich aber vorne 72, hinten 39. Wird sie 37 sind. Am Ende der Runde aber auch haben, denke ich. Natürlich. Poppy schnellste. Ja. Will den Preis der DRL oder wie das Ding da heißt? Ja, DRL, fastes Lap Trophy. Mhm. Ja, Boxenstopp ist klar. Das Problem ist ja, du musst ja schon irgendwie wieder aufholen. Ja, klar, keine Frage. Aber deswegen verheizt jetzt die Reise. Ich habe auch nicht mehr viel Runden Zeit. Verstappen ist vorbei. Super weiche Reifen aufziehen. Jetzt ist mal in England schon so eine Scheiße erlebt, jetzt hier wieder so weit, ey. Ja. Entwickelt sich zum Katastrophenspiel hier. Hallo, Herr Kollege. Ach, Tachchen. Ich hab dich jetzt aber nicht überrundet, oder? Nein, du hast mich überholt. Du bist 14. gewesen davon. Das wäre jetzt der Burner, Alter. Nein, ich bin jetzt 18. Deine Sorge. Ja, ich bin erst noch 17. So, wieder zurück auf Nummer 2. Fahrgefühl, nachdem man auf alten Mediums gefahren ist und danach auf frische Supersoft wechselt, das hat schon was. Ja, das ist krass. Boah, weil vorher, wenn die Reifen so kontinuierlich abbauen, merkt man den Unterschied ja nicht. Aber wenn das jetzt nach dem Stop ist, dann ist das schon... So frische Reifen heißt, ist geil, ne? Also bringt mir das was. Bockt auf jeden Fall. Ach so, wenn es trocken bleiben soll, ist ja in Ordnung. Fahrer vor mir. Abstand zum Auto vor dir beträgt 47,3 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Wir vermuten, dass sie noch 2 Stops machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,27,4. Die nehmen wir, ne? Oh, sieht gut aus.
Irgendwann gewöhnst du dich wirklich an den Kurs, dann geht das alles ohne hinzugucken fast. Na, ohne hinzugucken nicht, aber es geht auf jeden Fall einfach. Ich merke auf jeden Fall einen Unterschied, wenn ich im Karrieremodus irgendwie 30 Trainingsrunden gefahren bin und hier dann so direkt auf die Strecke komme, dass das tatsächlich erst so nach und nach besser wird. Ja. Wer ist nur da eigentlich vor dir gerade? Button. Ja. Mein Teamkollege. Der Button. Der Jenson. Der vor dir fährt. Der Jenson. Das ist Jens Sohn, habe ich mir sagen lassen. Wer auch immer Jens ist. Falls jemand von euch Jens heißt, jetzt in die Kommentare schreiben. Jenson-Button ist euer Sohn. Dein Boxenstopp-Fenster ist jetzt offen. Computer sagt nein. Ja, frag nochmal rein, mach das. Platz nach Boxenstopp 5. Computer sagt nein. Hätte jetzt 2 gestanden, dann hätte ich gesagt, ja, mach ich nochmal. War in Hülkenberg, keine Ahnung, wie der das gemacht hat. Von Überrundung zu Erster, aber läuft bei ihm, würde ich sagen. Das mal im Singleplayer, das war, glaube ich, sogar hier in Ungarn, dass der Perez einfach mal nur 55 Sekunden Rundenzeit hatte, weil der komplette zweite Sektor nicht gezählt wurde von ihm. Wir haben das hier jetzt ja auch zum zweiten Mal, dass Hülkenberg Erster wird durch irgendwie... Durch meinen rausfliegen hier. Na, letztes Mal war es, glaube ich, Christina, die noch rausgeflogen ist. Das ist schon ewig, ja. Dass Hülkenberg mal Erster war. Aber auch da war es, glaube ich, Hülkenberg. Hä, was macht das für einen Sinn? Der Abstand zum Auto vor mir macht 2,2 Sekunden. Ich sitze ihm genau im Getriebe und hat DRS. Keine Ahnung, von wann die Messung stammt. Verstehe das Spiel nicht. Ich meistens auch nicht. Vielleicht mag es mich ja auch nicht und möchte nicht, dass ich irgendwie Punkte hole. Na, ich habe den Entwicklern letztens einen Zehner überwiesen. Ich will mal wieder die WM führen. Das kann natürlich sein. Bestochen also. Oh, wir regeln das über ein Update, ja, was. Vor mir ist angeblich Rosberg, 20. Ich glaube, der hat mit Hülkenberg einfach die Plätze getauscht. Oh ja, heißen beide Nico, das wird schon richtig sein. Kommen beide aus Deutschland. Ja. Ah, das kann doch nicht sein, oder? Rosberg 20. Macht keinen Sinn. Und Hülkenberg 1. Zeigefehler? Nee, es ist halt auch. Also ich krieg 38 Sekunden die ganze Zeit angezeigt. Und Rosberg ist wie gesagt direkt vor mir. Fahrer vor mir. Die sollen jetzt noch 2 Stops machen. Wenn alle vor mir 2 Stops machen würden, wäre gar nicht schlecht. Dann hätte ich zumindest wieder Punkte. Und hätte jeder von euch wahrscheinlich Punkte. Außen oder innen? Außen oder innen? Erstmal gar nicht. Schade. Ich wäre ganz gerne so schnell wie möglich am Jensen vorbei, weil der fährt auf dem Medium-Reifen arschlangsam. Ich kann echt durchfahren, hätte ich nicht gedacht. Wenn ich mich jetzt nicht noch drehe oder so. Nur 2 Runden sollte ich mit jetzt gleich 50% schaffen. Toi 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 natürlich. Hat der Sauber aber auch ganz schön aufgehalten, oder? Wenn du dem so hinterher gefahren bist hier durch die Kurven. Ich? Ja, dich. Ja, klar. Das ist Werner, glaube ich, so jetzt ganz sauber. Das sind Männer. Ich will das von hinten gar nicht. Ach, so der echt. Brasilianer. So, dann war Werner gerade in der Box oder so. Keine Ahnung. So, die letzte Runde bricht an.
36 Sekunden auf Hülkenberg. Bester Fahrer ever. Wo auch immer der die 36 Sekunden rausgeholt hat. Kein Stopp wahrscheinlich. Einfach durchgefahren. 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch an. Oh, ich hab Boxen zurückgedrückt. Du musst jetzt auch reinfahren. Ich wollte eigentlich auf Fett fahren. Da musst du jetzt auch fahren. Natürlich. Jetzt kriege ich den Nasser auch noch. Das zeigen. Weil der fährt auf dem Medium auch arsch langsam. Problem ist, ich werde den nicht mit DRS kriegen auf der Geraden. Oder? Rennsieger Nico, der ist jetzt im Ziel. Der kann ich ja gar nicht zu Ende fahren. Hat er mich ja überrundet? Mich auch? Hä? Lol. Kann ich den Nasser gar nicht mehr kriegen? Ey, ich bin durch. Mit einer Runde Rückstand. What the fuck? Was? Was ist das? Habe ich mich daran erinnert, dass der an mir vorbeigefahren ist. Nee. Das ist das Hülkenberg. Keine Flagge fallen oder sowas. Ja, eigentlich wäre er Rosberg-Rennsieger und Rosberg hat ja mit Dings getauscht, mit Hülkenberg scheinbar. Aus welchen Gründen auch immer. Die haben sich gedacht, oh, fällt schon nicht auf. Das ist ja ganz ehrlich, das ist Betrug. Jetzt bin ich halt Zweiter. Ganz ehrlich, das ist Betrug. Tut mir leid, aber es ist Betrug. Nico Rosberg, der ist genau vor mir, 14. Plus eine Runde. Mir wurde als 20. angezeigt, Nico Rosberg. Alonso, 10. Was geht hier, was geht 20. hier schief? Quert. Ja, was geht hier schief bei diesem Spiel? Hauptsache Hülkenberg Leute, einfach. Das kann nicht wahr sein. Hülkenberg auch nur 2 Stops, das ist ja okay vielleicht, aber der ist nicht 50-34 gefahren. Der hätte noch eine Runde plus. Ich nicht so weit. Aber wenn ich den... Ich auch nicht. Das ist mir einfach zu hoch. Es tut mir echt leid, das ist mir zu hoch. Gucken wir mal ins WM-Ranking, wie viele Punkte Hülkenberg schon geholt hat. 47. Aber Hauptsache heute das Rennen gewonnen. Poppy, wir haben übrigens Gleichstand. Wahnsinn ist das. Und das nur wegen einem Spielfehler. Überleg mal nach. Es tut mir leid, aber es ist ein Spielfehler. Es tut mir echt leid. Das kann es nicht sein, sowas. Ich meine, ich gönn's dir GG, keine Frage. Hut ab, zieh die Kappe vor dir. Aber, das geht gar nicht sowas, Freunde der Nacht. Schreibt mal alle hin an Toadmasters, euer Spiel ist scheiße. Alle so auf der Twitter-Seite euch mal schreiben, euer Spiel ist scheiße. Kann es nicht sein. Gut, liebe Freunde, dann bewertet den Part, schaut bei den anderen beiden mit vorbei, die sind hier unten verlinkt und dann sehen wir uns wieder im nächsten Rennen zum großen Preis von Deutschland. Land. Deutschland. Bis dann, ciao. Tschüss. Ciao.